Heute möchte ich mit dir mein Geheimrezept für die entspannte Trotzphase teilen. Mein Geheimrezept basiert auf den Grundlagen der positiven Disziplin. Eine Disziplin ohne Bestrafung, ohne Beschimpfung, ohne Belohnung, ohne Predigen, ohne all diesen Dingen, die man üblicherweise tut. Man kann das Kind, das Benehmen des Kindes positiv in die richtige Richtung lenken. Und als erstes finde ich das ganz wichtig, die Entwicklung des Kindes in dieser Zeit zu verstehen. Wieso hat dein süßes, fröhliches, lächelndes Baby in ein trotziges Kleinkind verwandelt? Wieso bricht dein Kind in Wut aus, wenn du ihm plötzlich eine blaue Müslischale anstatt von einer grünen Müslischale zum Frühstück servierst? Wieso ist dein Kind plötzlich so trotzig? Und dafür gibt es eine sehr einfache Erklärung. Ein Grund ist, dass ihr Gehirn noch nicht so entwickelt ist, dass die Kinder ihre Gefühle kontrollieren können. Und im Wutanfall wird gerade dieser Bereich, der Gefühle kontrolliert, präfrontaler Kortex, wird einfach ausgeschaltet. Das heißt, die Kinder haben Emotionen, Gefühle, aber sie können das einfach nicht kontrollieren, physiologisch bedingt. Dieser Bereich, dieser präfrontale Kortex, der für die Steuerung der Gefühle, für Emotionen, für logisches Denken verantwortlich ist, wird im Laufe der Jahre erst ausgereift und erst mit 24 Jahre alt ist es vollständig ausgebildet. Deswegen brauchen die Kinder unsere Hilfe, um die Gefühle, die sie haben, zu kontrollieren. Und es ist ganz normal, dass dein Kind die Trotzphase hat. Manche Kinder mehr oder minder. Das gehört zur gesunden Entwicklung dazu. Und in dieser Zeit entwickelt dein Kind seinen eigenen Willen. Und du möchtest eigentlich, ja, dass dein Kind eigenen Willen hat, eine Meinung hat, dass er weiß, was er möchte. Ich finde diesen Punkt sehr wichtig, weil wenn du das Verständnis zeigst, dass das Gehirn deines Kindes noch nicht so weit entwickelt ist und das Kind ein bisschen Hilfe deinerseits braucht, um mit seinen Gefühlen zurechtzukommen, wirst du auch Empathie zeigen und wirst du mehr Verständnis für die Wutanfälle deines Kindes zeigen. Ich empfehle sehr, ein Buch zu lesen von Daniel Siegel, ich werde es verlinken, Your Whole Brain Baby. In diesem Buch erklärt Daniel, wie das Gehirn des Kindes funktioniert, wie diese Entwicklung verläuft und wie du mit deinem Kind positiv kommunizieren kannst und nach gemeinsamen Lösungen suchen kannst. Es gibt auch Übersetzungen auf Deutsch, ich werde es auch in der Infobox verlinken. Nachdem wir jetzt verstehen, was los ist und mehr Verständnis zeigen, möchten wir die Wutanfälle, die Trotzanfälle ein bisschen vorbeugen. Und da gibt es verschiedene Maßnahmen, wie du das machen kannst. Als erstes würde ich empfehlen, einfach zu prüfen, ob die Grundbedürfnisse befriedigt sind. Ist dein Kind hungrig? Ist dein Kind vielleicht müde? Ist dein Kind frustriert? Die Grundbedürfnisse haben einen großen Einfluss. Du kennst es selber, ja? Die Mütter können das ganz gut nachvollziehen. Wenn man schlaflose Nächte hat, man ist ausgeschlafen, am nächsten Tag ist man einfach gereizt. Ja? Und kleiner Reiz führt bereits zu Explosion der Gefühle. Ja? Man kann einfach Wutanfall auch bekommen, auch du als Erwachsene, obwohl dein präfrontaler Kortex ausgereift ist. Und genauso ist es mit den Kindern. Die Ausbrüche entstehen gerne in Situationen, wenn die Kinder müde sind, wenn die Kinder hungrig sind. Deswegen vermeide, einkaufen zu gehen mit einem hungrigen Kind zum Beispiel und achte darauf, dass dein Kind genug Schlaf bekommt. Es ist sehr wichtig, dass die Schlafenszeiten eingehalten sind, dass du Rituale hast und eine Routine hast und die festen Schlafzeiten hast, wo das Kind sich erholen kann und entsprechend besser gelaunt sein kann. Nächster Tipp ist, mit dem Kind rechtzeitig zu kommunizieren. Wutausbrüche entstehen oft, wenn es irgendein Wechsel der Aktivität erfolgt. Zum Beispiel, man ist zu Hause und dann muss man aus dem Haus raus. Das Kind ist vielleicht noch am Spielen, aber du hast Arzttermin, ja? Und du kannst ja nicht erwarten, dass du zu dem Kind gehst und sagst, jetzt bist du fertig mit dem Spielen, jetzt müssen wir gehen. Wir haben jetzt Arzttermin, schnell, 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 wir haben keine Zeit. Das ist natürlich überraschend. Die Kinder mögen nicht überrascht werden. Und deswegen kann es sein, dass dann in dieser Situation ein Wutausbruch kommt. Das Kind ist wütend, es möchte weiter spielen. Deswegen ist es ratsam, frühzeitig zu kommunizieren, zu erzählen, was ansteht. Vielleicht sogar morgen früh anzufangen zu erzählen, heute Mittag haben wir einen Arzttermin. Dann Viertelstunde bevor wir losgehen müssen, sagst du wiederum deinem Kind, in 15 Minuten müssen wir losgehen, du musst hier langsam dein Spiel abschließen. Dann in 10 Minuten machst du zweite Vorwarnung und 5 Minuten machst du dritte Vorwarnung.
und so weiter. Das hilft enorm, deinem Kind überhaupt zu verstehen, was los ist, was ansteht, weil die Kinder haben ja noch kein Zeitgefühl. Ja, die haben keine Uhr, sie wissen nicht, was heute ansteht, und es ist sehr hilfreich, dem Kind das zu sagen. Ich meine, du wirst wahrscheinlich auch ungern unterbrochen, wenn du plötzlich an deinem Schreibtisch sitzt und eine E-Mail schreibst oder irgendeinen Gedanken hast, was du gleich aufschreiben möchtest und nicht verlieren möchtest. Und plötzlich kommt jemand zu dir und sagt, ja, zack, jetzt bist du fertig, jetzt müssen wir gehen. Komm, los, zieh dich an. Du wirst auch genervt sein. Und genauso ist es bei dem Kind. Achte darauf, dass du ihm alles rechtzeitig erzählst. Oft passieren auch die Wutausbrüche, wenn die Kinder wenig Aufmerksamkeit haben. Es ist ein sehr häufiger Grund, und wenn du etwas von diesem Video mitnimmst, dann vielleicht dieser Punkt ist sehr, sehr wichtig, finde ich, und es hilft enorm vielen Eltern und vielen Kindern. Du wirst wahrscheinlich sagen, aber Nadja, ich bin den ganzen Tag mit diesem Kind zusammen. 24 Stunden, 7 Tage der Woche, ich bin zu Hause, ich bin die ganze Zeit mit dem Kind zusammen. Was für eine Aufmerksamkeit braucht mein Kind? Und dennoch sage ich, oft ist es so, dass wir alles parallel machen. Ja, wir sind zwar mit dem Kind, machen aber vielleicht die Wäsche oder wir kochen Abendessen oder wir gucken in das Handy rein oder wir telefonieren parallel, und das Kind merkt, dass er nicht diese ungeteilte Aufmerksamkeit hat. Wir sind nicht 100% präsent, und das ist sehr wichtig, sich Zeit zu nehmen, und in der positiven Disziplin ist es ein sehr wichtiges Tool, ja, wichtiges Instrument, um das Benehmen des Kindes zu verbessern. 10 Minuten ist alles, was du brauchst am Tag, mindestens 10 Minuten ungeteilte Aufmerksamkeit, was du nur deinem Kind widmest. Du machst das Handy weg, du telefonierst mit keinem, du legst alle Sachen zur Seite, alle Dinge, die du jetzt zu tun hast, wirfst alles aus dem Kopf. Du bist nur mit deinem Kind. Das Kind sucht sich eine Aktivität aus, was er gerne machen möchte mit dir, und du spielst mit ihm konzentriert 10 Minuten lang. Geschwisterkinder sind auch nicht dabei. Also wenn du 2 Kinder hast, musst du für jeweiliges Kind 10 Minuten am Tag finden. Es ist nicht viel. Denke dran, die Kinder, die sich am schlimmsten benehmen, sind die Kinder, die die meiste Aufmerksamkeit und Liebe brauchen. Die brauchen dich, die brauchen deine Unterstützung, die brauchen deine Aufmerksamkeit. Probier diesen Tipp, hat unser Leben total verändert. Wir hatten sehr mit Eifersucht zu kämpfen gehabt am Anfang. Und seitdem wir diese Routine haben, 10 Minuten pro Tag, Quality Time mit jeweiligem Kind, ist unsere Welt ganz anders geworden. Und noch ein wichtiger Punkt, um die Wutausbrüche vorzubeugen, ist, deinem Kind die Kontrolle über eigenes Leben zu geben. Es ist oft so, dass wir Erwachsene alles kontrollieren im Leben des Kindes. Ja? Wir sagen, was sie heute anziehen, wir sagen, was sie heute machen, wir sagen, was sie heute essen, wir sagen, um wie viel Uhr wir zum Spielplatz gehen, wir sagen, mit wem wir uns heute treffen und so weiter. Wir haben die Macht, wir haben die Kontrolle, und oft ist es sehr frustrierend für die kleinen Menschen, keinerlei Kontrolle zu haben. Und oft passieren die Wutausbrüche, wenn die Kinder sagen, nein, ich möchte jetzt das selbst machen, ja? Ich möchte mich selbst anziehen, oder nein, ich möchte jetzt nicht nach Hause gehen, ich möchte noch auf dem Spielplatz bleiben. Das Problem, dass die Kinder keine Kontrolle haben und keine Macht über eigenes Leben. Gib deinem Kind eine Auswahl. Natürlich muss es altersgerecht sein. Ja? Es geht nicht darum, dass das Kind eine Auswahl hat, ob es heute in den Kindergarten geht oder nicht. Oder was es heute zum Abendessen ist. Er darf ja nicht aussuchen und sagen, ja, ich möchte heute zum Abendessen Schokolade. Da, für diese Sachen, für die großen Bereiche des Lebens des Kindes, sind wir Erwachsene zuständig. Und die Kinder fühlen sich auch sicherer, wenn wir sagen, was wir heute essen, um wie viel Uhr geht es ins Bett. Und was heute zu tun ist, ob wir heute Wochenende haben oder in den Kindergarten gehen. Kleine Entscheidungen können die Kinder treffen, und versuche deinem Kind so viel wie möglich diese Auswahl zu bieten, diese kleinen Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel, auf dem Spielplatz kannst du sagen, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Ja? Du bist diejenige, die entschieden hast, es ist jetzt Zeit, aber jetzt gibst du eine Wahl deinem Kind. Möchtest du nach Hause gehen, zu Fuß gehen, oder soll ich dich tragen? Möchtest du meine rechte Hand haben oder möchtest du meine linke Hand haben? Kleine Entscheidung, ja? Aber das Kind hat Gefühl, er hat auch Macht, er kann Entscheidung treffen, und er kontrolliert
Abläufe, ja, er hat einfach Kontrolle. Also du als Mama sagst, es ist Zeit ins Bett zu gehen. Das ist die Entscheidung, was du triffst. Möchtest du jetzt mit deinem Teddybär oder mit deinem Hasen kuscheln? Das ist die Entscheidung, was das Kind treffen soll. Es ist Zeit, in den Kindergarten zu gehen. Möchtest du schwarze Schuhe oder die blauen Schuhe anziehen? Super, super wichtig. Versuch das so viel wie möglich in dein Leben zu integrieren. Es gibt tausende Möglichkeiten, wie du deinem Kind Auswahl bietest, ja, in jeder Situation. Und das ist sehr wichtig, auch für später, wenn das Kind Wutanfall hat, diese Möglichkeit dem Kind zu geben, in die positive ihn zu lenken. Auch toll ist die Montessori-Methode, wenn du das zu Hause integrierst und dein Haus nach Montessori-Prinzipien gestaltest, hat das dein Kind auf jeden Fall auch Macht und Kontrolle und ist unabhängig, ist nicht ständig von dir abhängig. Wenn das Kind Snacks haben möchte, weiß er, wo das liegt. Er hat Zugriff zum Wasser, er hat Zugriff zum Teller, er hat Zugriff zum Snack. Er muss nicht ständig von dir, Eltern, abhängig sein, um irgendwas zu nehmen. Sein Spielzeug ist auf seiner Höhe, seine Sachen liegen auf seiner Höhe. Er kann selbstständig sein, unabhängig sein und dadurch Gefühl haben, Kontrolle über eigenes Leben zu haben und einfach wieder Macht zu haben. Ja, was die Kinder möchten, nicht nur die Kinder, Erwachsene auch. Du möchtest auch Kontrolle über dein eigenes Leben haben. So, in Anbetracht dessen, was wir jetzt alles besprochen haben, wenn all diese vorbeugenden Maßnahmen nicht funktioniert haben und dein Kind Wutausbruch erlebt, und das wird es haben, ja, nicht immer werden die Maßnahmen funktionieren, und dass es trotzdem okay ist, ist es ganz normal und entwicklungsentsprechend, wirst du diesen Wutausbruch erleben. Und wichtig ist zu verstehen, was unser Ziel ist. Unser Ziel ist nicht, den Wutausbruch zu stoppen. Unser Ziel ist, dem Kind zu helfen, den Wutausbruch zu bewältigen. Das Ziel ist hier, die Gefühle anzuerkennen, zu bestätigen und zu kontrollieren. Denk daran, dass der präfrontale Kortex nicht ausgereift ist. Dein Kind bekommt diese Welle an Gefühlen und es kann die Gefühle nicht kontrollieren und du bist dabei, um ihm zu helfen. Zum Beispiel, dein Kind wirft sich in Wutausbruch auf den Boden, weil du ihm Schokolade zum Abendessen verweigert hast. Das Kind ist wütend, es tobt und ist einfach in der Rage, ja, der kann sich nicht kontrollieren. Denk dran, präfrontaler Kontext funktioniert nicht bei ihm, bei dir aber schon. Bei dir aber schon, du bist schon erwachsen, du kannst deine Gefühle kontrollieren, deswegen tief einatmen, ausatmen, einfach Augen schließen und ein paar Minuten atmen und versuchen, sich selbst zu beruhigen. Es bringt überhaupt nichts, wenn du eine rasche Reaktion zeigst, wenn du auch schreien wirst oder einfach auf das Niveau des Kindes gehst, ja, und dich selbst nicht kontrollieren kannst. Dein Kind wird in seinen Emotionen noch mehr steigern. Er weiß es nicht. Denk dran, dass es nicht so, dass dein Kind dir schlechte Zeit geben möchte, ja. Das Kind hat selbst schlechte Zeiten. Es hat selbst Probleme, mit seinen Gefühlen zu kämpfen. The child is not giving you the hard time. He's having a hard time. He's having a hard time. Ich sage das auf Englisch, weil ich lese Bücher in positiver Disziplin alles auf Englisch und dementsprechend kommen mir solche Sprüche. Auf jeden Fall, nimm das nicht persönlich, auf gar keinen Fall persönlich nehmen, sondern einfach tief einatmen, ausatmen, überlegen, du bist der Erwachsene im Raum, du bist derjenige, der seine Gefühle kontrollieren kann und jetzt willst du deinem Kind helfen. Als erstes, was du tust, du gehst auf das Niveau des Kindes. Es ist nicht gut, wenn du oben stehst über dem Kind und von oben irgendwas schreist oder versuchst ihm von oben irgendwas zu erläutern, zu erklären. Du gehst gleich auf das Niveau des Kindes, du schaust deinem Kind direkt in die Augen. Ja, es ist sehr wichtig, Augenkontakt zu haben. Es kann sein, dass das Kind durch Schreien keinen Augenkontakt halten kann, aber du bist auf seinem Niveau, der weiß, dass du nah bist. Ein super wichtiger Punkt ist als erstes die Gefühle des Kindes anzuerkennen, zu sagen, ich verstehe, dass du verärgert bist. Ich sehe, du bist verärgert. Es ist okay, verärgert zu sein. Gefühle anerkennen und Gefühle bestätigen. Es ist okay, wütend zu sein. Es gibt keine schlechten und keine guten Gefühle.
wir haben einfach Gefühle, ja? Wir Menschen, wir haben verschiedene Gefühle. Und es ist okay, diese Gefühle zu haben. Die Botschaft an das Kind muss lauten, es ist okay, jetzt diese Gefühle zu haben. Es ist okay, dass das Kind sich verärgert. Und du als Eltern verstehst das. Verständnis zeigen heißt nicht, einverstanden zu sein. Du hast Verständnis, dass das Kind sich so fühlt. Du bist aber nicht mit seinem Benehmen einverstanden. Das sind ganz verschiedene Paar Schuhe, das muss man trennen, aber sehr wichtig, dem Kind Gefühl zu geben, du verstehst ihn. Überleg mal, du willst nicht zur Arbeit gehen, du fühlst dich nicht gut, du hast Kopfschmerzen, du hast eine blöde Nacht gehabt und du stehst auf und sagst deinem Partner, boah, ich bin heute so schlecht gelaunt, ich möchte gar nicht zur Arbeit gehen, am liebsten würde ich zu Hause bleiben. Und dein Partner sagt dir, ach nee, komm schon, du wirst bestimmt eine tolle Zeit auf deiner Arbeit haben. Zeig mir dein Lächeln, du wirst ja toll gelaunt sein. Und sobald du da bist, wirst du bereits wieder in guter Laune sein. Das wird so toll sein, komm schon. Fühl dich nicht so, das wird toll sein. Wie wirst du dich dabei fühlen? Ja, blöd, ne? Du willst einfach, dass dein Partner dir sagt, oh ja, ich verstehe dich, ja, kenne ich, ich habe auch solche Gefühle manchmal. Ja, du willst nicht dieses Gespräch haben, wo dein Partner versucht, sich aufzupeppen oder dich einzureden, dass es gar nicht so schlimm ist und du kommst ja zur Arbeit und wirst dich sofort wieder besser fühlen. Das willst du gar nicht hören. Du willst einfach hören, dass jemand dich versteht. Und genauso ist es mit den Kindern. Es ist wichtig, denen zu zeigen, dass wir die Gefühle verstehen. Du anerkennst seine Gefühle. Es ist okay, verärgert zu sein. Und du bestätigst die Gefühle. Es ist okay, traurig zu sein. Es ist okay, wütend zu sein. Es ist einfach in Ordnung, diese Gefühle zu haben. Im zweiten Schritt, das hängt natürlich davon ab, was dein Kind macht, ob es beißt, tritt oder haut. Wenn sein Benehmen unakzeptabel ist, ist es sehr wichtig, dir Grenzen zu setzen. Ja, du akzeptierst sein Gefühl, aber du akzeptierst nicht sein Benehmen. Und du sagst, ich sehe, du bist sehr wütend. Es ist okay, wütend zu sein. Aber wenn wir wütend sind, hauen wir nicht. Ich werde deine Hände halten, sodass du dich beruhigen kannst. Wir setzen Grenzen, die muss man sehr bestimmt setzen. Und wir helfen so eventuell körperlich, dein Kind zu halten vielleicht. Seine Hände zu halten, wenn es haut oder wenn es tritt, seine Füße und Beine zu halten, je nachdem, was das Kind macht. Aber du setzt die Grenze. Es ist okay, wütend zu sein. Ich sehe, du bist sehr, sehr wütend und es ist okay, sich so zu fühlen. Aber es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Das wäre Situation auf dem Spielplatz. Und was man im dritten Schritt macht, ist, versucht, das Kind in die Positive zu lenken. Hier kommt diese Auswahl, was ich vorher erwähnt habe. Hier möchtest du dein Kind in irgendwie Positives einbeziehen, dass er Ja sagen kann zu irgendeiner Sache, ja? Dass er das Benehmen und die Gefühle schnell erleben und bewältigen kann und einfach das wieder vergisst und was anderes macht. Ja? Und da sagst du zum Beispiel, es ist Zeit nach Hause zu gehen, möchtest du mit dem Laufrad fahren oder willst du zu Fuß laufen? Oder ich sehe, du ärgerst dich, es ist okay, sich zu ärgern, aber wenn wir verärgert sind, hauen wir nicht. Möchtest du dieses Kissen hauen oder möchtest du in eine ruhige Ecke gehen und sich beruhigen? Du gibst dem Kind diese zwei Möglichkeiten und dein Kind wird auf jeden Fall automatisch bereits ruhiger, weil plötzlich hat er eine Auswahl, plötzlich hat er eine Möglichkeit, aus diesen Gefühlen herauszugehen und sich besser und schneller zu beruhigen. Es ist eine tolle Strategie, die wirkt Wunder. Die Wutanfälle werden weniger, die Wutanfälle werden nicht so intensiv und die werden schneller vorbeigehen. Ich möchte, dass du das selbst ausprobierst. Was ich auch sehr gut empfehlen kann, ist ein Instagram-Account. Das sind zwei Mädels, eine ist Therapeutin und die andere ist Mama von Kleinkindern und die machen solche Beispiele, sie spielen solche Beispiele durch, genau für Kleinkinder, die mit positiver Disziplin groß werden. Sie heißen Big Little Feelings, also es ist Account auf Englisch, aber trotzdem kann man das natürlich ins Deutsche übersetzen und mit dem Kind entsprechend kommunizieren und ich finde es sehr hilfreich, bei denen da zu stöbern und zu sehen, was sie empfehlen. Auf jeden Fall probier mein Geheimrezept
Um das nochmal zusammenzufassen, ist es sehr wichtig zu verstehen, wie die Entwicklung des Kindes ist, wieso sich das Kind so benimmt. Da habe ich das Buch empfohlen, sehr, sehr wichtig zu lesen, zu verstehen. Die Wutanfälle vorbeugen, vorbeugende Maßnahmen, es gibt viel mehr. Vielleicht mache ich ein separates Video zum Thema. Und mit dem Kind entsprechend umzugehen, wenn das Kind Wutanfall hat, Gefühle akzeptieren, Gefühle anerkennen, helfen deinem Kind, Gefühle zu kontrollieren, sehr klare Grenzen setzen, konsequent bleiben und zum Schluss versuchen, das Kind in die positive zu lenken, dem Kind eine Auswahl zu bieten, dass das Kind aus dieser Situation schneller und besser herauskommt. Ich hoffe, das war sehr hilfreich. Wenn du irgendwelche Fragen hast, kommentier das gerne in den Kommentaren. Wenn du kein Abonnent bist, bitte abonniere meinen Kanal. Hier kommen immer wieder solche Videos zum Thema positive Disziplin. Noch ganz viele Videos sind in Planung. Ich hoffe, die Videos sind hilfreich. Und wenn du das auch so empfunden hast, bitte setz mir den Daumen hoch und teile das mit deinen Freunden. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Tschüss!